Leute, Abenteuer im Land der Dinosaurier. Oder wie wir es vielleicht kennen, in einem Land vor unserer Zeit, wovon es irgendwie auch schon 20 Filme gibt oder so. Dingo Pictures dachte sich, hey, davon machen wir auch mal eine eigene Version. Und das ist sie. Und die meisten kennen wahrscheinlich die ganze Dingo-Scheiße auch nur durch dieses eine Meme von einem kleinen Dinosaurier, das Yee sagt. Und hier in dem Film kommt es vor. Nur wegen diesem Meme haben wir diese Dingo-Pictures-Serie hier im Stream. Nur deswegen. Und jetzt erleben wir die Origin von diesem Meme. Let's go. Also ihr habt schon's gesehen, ne? Ich habe noch nicht. Ist das der letzte Film? Nein. Wir haben noch ein paar. Ich weiß nicht, ob in der deutschen Version auch ein Je vorkommt. Oder ob das nur in der englischen Version ist oder so. Das werden wir jetzt herausfinden. Das ist auch der erste Film, wo überhaupt Dinosaurier vorkommen. Ich meine, wir hatten in super vielen Dingo Pictures Filmen immer wieder Tiere und alles Mögliche, ne? Aber nie Dinosaurier. Das heißt, der Film ist hier auch schon einzigartig. Was man aber sagen muss, das Lied, was wir schon kennen, dieses aus dem Meme, das gab es schon in den anderen Dingo-Filmen. Das Lied ist nicht neu. Aber die ganzen Dinosaurier, die sind neu. Geil. Die sind richtig nice. Die liegen einfach mit dem Gesicht auf dem Boden. Junge, sehen die Dinosaurier scheiße aus. Junge, wer bist du denn? Ist das der nervige, also der nervige, die kleine Dinosaurier aus den Filmen? Der mit dieser komischen Raucherstimme? Das ist er, ne? Wahrscheinlich. Da ist the whole family. Petri, genau. Petri oder wie der hieß, ja. Junge, was ist denn mit dem links los? Ihr seht den gar nicht, ne? Was ist denn mit dem links los, Junge? Ach, was sag ich? Ich hab das alles schon gerade gesehen. Aber der Song ist auch neu. Nicht nur die Dinos sind neu, der Song ist auch neu. Geil. Es kommt ja immer mehr hoches Reich. Na Quatsch, im Gegenteil, alle sollen herkommen. Alle sollen zugucken, wie unser Kind geboren wird. Weißt du, süß. Und sowas. Boah, Alter. Die Zähne. Und das ist das ja nur auch wieder nicht. Entschuldigung, natürlich. Aber was ist das überhaupt? Er hat Federn. Er ist ein Dinosaurier, aber er hat irgendwie Federn und einen Schnabel. Aber irgendwie dann. Okay. Das ist etwas Besonderes. Ist ja das erste Ei überhaupt, das ein Dino je gelegt hat. Alle was? Anderen hier wurden wohl vom Storch gebracht. Ach so. Still jetzt. Ich glaube, im Ei hat sich was bewegt. Nee, ist noch zu früh. Dauert noch. Junge, was sind diese Szenen die ganze Zeit? Wo einfach random Dinosaurier laufen. Also ich meine, ja, wir haben schon in jedem Film immer solche random Szenen, wo einfach irgendjemand von links nach rechts geht. Aber dann ist es meistens irgendwie eine Reise oder so. Dann gehen die irgendwo hin. Hey, lass uns doch dahin gehen. Und dann siehst du, wie sie von links nach rechts ganz langsam gehen. Aber hier ist ja ganz random, dass einfach die Dinosaurier, die nichts mit der Story zu tun haben, einfach die ganze Zeit von links nach rechts laufen. Zeit, da kommen ja noch mehr. Was soll ich denn jetzt nur zum Essen anbieten? Muss denn so eine Geburt auch immer mit so viel... Okay, jetzt hat er plötzlich keine Flügel mehr. Keine Federn mehr. Plötzlich sind das so Fledermausflügel. Was ist denn los mit ihm? Arbeit verbunden sein. Der sieht ein bisschen... Wow, 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 wow. Wow! What the fuck ist das? Also Body Horror von Dingo Pictures, das ist neu. Das ist auch neu. Insane. Ein schönes Ei. Wird bestimmt ein schöner kleiner Dino. Ich hab... Und er hat die Stimme... Nee, das ist nicht Wabu. Das ist nicht Wabus Stimme, ne? Das Ei auch jeden Tag poliert. Hab gehört. Junge, der rechts sieht aus, als wäre das so ein Affe. Sieht ein bisschen aus wie so ein Affengesicht.
so ein trauriger Affe auf einem Dinosaurier draufgesetzt. Das sei gut für das Baby da drin. Quatsch, neumodischer Kram. Einfach in die Sonne legen, das reicht. Ja, stimmt, das ist die Stimme vom Bären. Ja. Das müsste reichen. Mehr gibt's einfach nicht. Oh, jetzt wird's aber Zeit. Es soll ja eigentlich schon da sein. Kommt es zu spät? Naja, ist etwas überfällig, aber... Die hatten einfach einen Hammer dabei. So funktioniert das nicht. Das ist der Kaiserschnitt der Tiere quasi. Der Kaiserschnitt der Tierwelt, die Eier legen. Das ist deren Kaiserschnitt. Dann kommt einer mit einem fucking Hammer und haut da drauf. Kein Problem. Ich kann ja nachhelfen. Bist du verrückt? Krieg! Du könntest seinen Kopf treffen. Leichte Schläge auf den Hinterkopf haben noch keinen geschadet. Es lüpft, da steht nur. Was ist das? Ich bin sprachlos. Was ist das? Oh, ein kleiner Clown. Ein Junge. Schaut alle her, es ist ein Junge und schon richtig groß. Seine Nase ist irgendwie super weird, oder? Der hat irgendwie so... Sein ganzes Gesicht ist irgendwie super weird. Irgendwie seine Lippen und so sind irgendwie so menschlich, wie... Aber dann die Nase irgendwie so von einem Schwein, die Augen sind auch irgendwie so menschlich, aber dann die Kopfform an sich ist irgendwie auch so ein bisschen menschlich, aber irgendwie, es sieht irgendwie super weird aus. Super weirder Dinosaurier. Der kleine Süße. Ist doch immer wieder schön, so ein kleiner Dino. Aber wenn ich jetzt dran denke, wie sie werden, wenn sie größer sind. Dann fressen sie dich. Ich darf gar nicht dran denken. Nein, nein, mein Kleiner, komm zu mir. Ich bin deine Mama. Junge, ich hasse den Links. Ich hasse ihn. Was ist das? Mann, der macht mich irgendwie mega wütend. Ich weiß nicht wieso, aber der macht mich mega wütend. Ich hasse sein Gesicht. Mann, als ob es so schwer ist, halbwegs ein Dino zu malen. Komm schon. Was ist das? Tu besser, was sie sagt. Guck mal, die ist so viel größer als ich. Och, und wenn die sauer wird, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Habt ihr schon einen Namen für ihn? Ja, wenn es ein Mädchen geworden wäre, würde es Tia heißen. Einfach nur Tier? Das Tier? Aber jetzt, wo es ein Junge ist, heißt er... Jetzt heißt es... Alpha-Tier! Tio. Na ja, Tio. Es gibt schöne... Ach, Tia und Tio. Ah. Ihre Namen, aber er wird schon damit zurechtkommen. Oh, Junge. Wofür, bitte, habe ich jetzt das ganze Fressen gesammelt? Auf! Fresst und feiert! Und das tat. Wieso ist der auf einmal wieder am Start? Den kennen wir auch noch aus einem anderen Film. Da war der auch der Erzähler. Ah, aus welchem Film war der nochmal? Den kennen wir auch aus einem Film. Fuck, woher kam der nochmal? Nee, der war doch nicht bei Tarzan, oder? War der bei Tarzan der Erzähler? Also der hat schon mal in irgendeinem Film, war der auch der Erzähler. War bei Tarzan, okay. Die Dinos dann auch. Der kleine Dino bekam von alledem... Der ist nicht nackt, der hat pinke Federn. Viel mit. Er war vom vielen her. Und da ist das Urwesen, Leute. Das ist das Urwesen, was zwischen Raum und Zeit reisen kann. In verschiedene Welten. Da ist es. Der Weltenwanderer. Umreichen recht müde geworden. Kree breitete seine Flügel über ihn aus. The Watcher. Er sitzt nur da und schaut zu. Bald aber war aus dem Dino-Baby ein richtiger, frechter Dino-Junge geworden. Am liebsten spielte Tio mit Kree. Denn Kree machte, obwohl er viele Jahre älter war als Tio, jeden Unsinn mit.
Okay, entspann dich. Tio muss essen kommen, Junge. Weil doch nicht dich. Oder heißt du vielleicht Tio? Weißt du, wo der steckt? Warum? Blöde Frage. Ich will, dass Tio kommt auf der Stelle. Ohne warum. Aber wenn ich wüsste, warum er kommen soll, dann könnte ich es ihm weiter sagen. Und wenn er nur kommen soll, weil du mit ihm schimpfen willst, ja, dann kann er ja auch weglaufen. Jetzt hol schon Tio her. Ja, ganz schön autoritär. Noch nie was von moderner Erziehung gehört. Oh, warte, dir gebe ich gleich autoritär. Was geht da ab, Mann? Auf einmal den Dad kritisieren. Er rastet komplett aus. Das hat schon seine Vorteile, wenn man fliegen kann. Tio! Warum brüllst du denn so? Ich habe heute noch nichts angestellt. Noch nichts. Und Mami, so Dankeschön für 22 Monate. Willkommen zurück. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Er brüllt ja auch nicht wegen dir. Ich hab deinen Papa ein bisschen geärgert. Er sieht ein bisschen so aus, als hätte er irgendwie so eine Rüstung an, oder? Dass da oben dieser Kragen ist und dann guckt dieser schwarze Hals raus. Wie sieht das irgendwie so aus, als wäre das irgendwie nicht sein Körper, sondern es wäre da irgendwie, ja, es wäre so da drin. Gregor, du wirst auch von Tag zu Tag frecher und unverschämter. Ich kann's mir leisten. Mir kann ja keiner was... Ich würde auch gern fliegen können. Ich würde auch gerne fliegen können. Diese Synchronstimme. Mami so, Alter, danke schön für die Bombe. Vielen, vielen Dank. Danke, danke. Aber wieso hat er jetzt eine rote Nase? Der hat immer noch eine rote Nase. Was ist diese rote Nase? Das fehlte gerade noch. Du treibst dich sowieso schon viel zu viel mit Grie rum. Er hat einen schlechten Einfluss auf dich. Siehst du, du wirst auch schon aufmüpfig, aber das hat bald... Der hat einfach nur gelacht. Dein Ende. Mann, ey. Noch nichts von moderner Erziehung gehört, Trottel. Ich hab beschlossen, dass du zu Oro in die Schule gehst. Jeden Tag 3 Stunden. Jeden Tag in die Schule? Das ist ja Kindersklaverei hier. Schule? 3 Stunden? Aber ich bin doch noch viel zu klein. Fertig. Mist. Gespräch beendet. Mist. Und jetzt sitzt der einfach drauf. Guck mal, von der Seite sieht er ganz anders aus. Aber von vorne komplett verloren. Junge, das ist auch ein sehr komisches Wesen. Wie er seine Beine bewegt. Diese komischen Ohren mit diesem komischen Gesicht. Dieser Stachel vorne, der so irgendwie... wahrscheinlich ein Stachel ist, aber irgendwie sieht das aus wie so eine hässliche Nase. Und diese random Stacheln auf dem Rücken, die irgendwie gar kein Muster, gar kein System haben. Ist einfach nur random draufgeklebt. Das sieht einfach nur schrecklich aus. Er ist wirklich, ich glaube, also dieses eine komische Alien-Dinosaurier, das hat wenigstens irgendwie ein Konzept. Aber das, der sieht wirklich scheiße aus. Der sieht halt wirklich scheiße aus. Was ist denn los, Tio? Wieder mal Streit mit Papa. Ach, das ist die Mom. Die Mom hat so ein Gesicht. Ich dachte, das war der Dad. Papa gehabt? Ja, Papa sagt, ich muss jeden Tag zu Oro gehen. Der ist doch schon steinalt. Der hat der ist so gezeichnet, als wäre so eine Hundeschnauze, oder? Mit der Nase noch? Ist einfach gezeichnet wie so eine Hundeschnauze. Super weird. Die sollten lieber bei ihren Tieren bleiben. Das wird bestimmt langweilig. Wird es bestimmt nicht. Oro kann sehr spannende Dinge erzählen. Glaub ich nicht. Du kannst mir ruhig glauben. Ich war auch bei Oro im Unterricht. Wenn ich verspreche, morgen zu Oro zu gehen, dann will ich jetzt aber noch mit Kri spielen. Bis es dunkel wird. Natürlich, mein Kleiner. Aber geht ein bisschen weiter weg. Papa sieht es nicht so gerne, wenn ihr zusammen seid. Bum, bum, bum. Die rennen direkt weg. Ich will nicht zu Oro. Was ist, wenn er mich nur herumkommandiert und mit mir schimpft? Keine Ahnung, wie das für dich ist. Ich hätte es ja einfacher. Ich würde einfach wegfliegen. Ich hab's. Du zeigst mir einfach, wie man fliegt. Und dann kann ich davonfliegen, wenn mir der Unterricht gemacht wird. Auf die Idee kam bisher keiner von euch, Fußdinos. Ich hab aber keine Ahnung, ob das klappt. Aber wir können es doch probieren. Ja, schon. Ja, probieren können wir es. Aber ohne Flügel geht's bestimmt nicht. Das ist schon mal sicher. Hä? Spring einfach von der Klippe und wedel mit den Armen. Klappt schon.
Wir müssen dir also Flügel besorgen. Hab ich schon. Die sind schön groß. Die müssten doch reichen. Theo wird statt Fliegen von seinem Papa Hiebe kriegen. Sein Vater hat auf jeden Fall keine Ahnung von moderner Erziehung. Ich krieg aufs Maul von meinem Vater. Das findet er lustig. Den Peak. Wenn du es niemandem sagst, weiß auch keiner, dass ich Fliegen übe. Ja, er sieht irgendwie null aus wie seine Eltern. Weder von der Farbe her, noch von der Körperform, vom Körperbau. Er sieht null aus wie die Eltern. Keine Ahnung. Ist einfach ein zugelaufenes Ei oder so. Zugelaufenes Ei vor allem. Zugelaufen. Da ist wieder der Watcher. Sieht ganz brauchbar aus. Ich mache es dir vor und du machst es mir nach. Okay. Doppelter Postbotenmovie. Ich glaube, der Storch hat ein falsches Ei mitgebracht. Das gehört gar nicht denen. Oh shit. Kräftiger! Du musst kräftiger mit den Flügeln schlagen und eleganter. Mit Eleganz führt Theo die Junge, der ist so hässlich. Das ist insane. Ich finde den so hässlich. Vor allem diese Ohren, wie die platziert sind. Wieso ist das linke Ohr so weit vorne? So, als wäre sein Kopf gedreht, aber man sieht trotzdem nur ein Auge und nicht das andere. Was ist das? Was ist das? Das ist kein Horn, das ist ein zweites Ohr. Au zum Tanz. Die Klappe, Peak. Sonst gibt es Krieg. Hä? Warum zum Tyrannosaurus Rex klappt es bei dir und bei mir nicht? Vielleicht. Moment, was? Wann gibt's Krieg? Führt Theo die Braut zum Tanz. Die Klappe, Peak. Sonst gibt es Krieg. Okay, es gibt Krieg. Also wenn der seine Fresse nicht hält, gibt's einfach Dinosaurierkrieg. Okay. Warum? Dieses Hä? Im Hintergrund noch Hä? Krieg? Hä? Die Klappe, Peak. Sonst gibt es Krieg. Hä? Hä? Er ist einfach genauso wie ich. Ich verstehe es auch nicht. Hä? Warum zum Tyrannosaurus Rex klappt es bei dir und bei mir nicht? Vielleicht ist es für Anfänger zu schwierig, vom Boden aus zu starten. Ich glaube, ich habe ich das erste Mal von meinem Nest aus versucht. Das war ganz einfach, so weit ich mich entsinne. Klingt einleuchtend. Kannst du mich in dein Nest tragen? Muss das sein? Er starrt von einem Stein, das wäre doch auch ganz fein. Das erste Mal, dass ich... Ach, ich glaube, der hat Krieg gesagt, weil er einen Reim machen wollte. Deshalb hat er Krieg gesagt. Ich von dir was Vernünftiges höre. Komm, Bino. Der Fels dort sieht sehr gut aus. Nicht so. Ich versuche mich ja zu erinnern. Also, du rennst jetzt ganz einfach los und schlägst dabei mit den Flügeln. Das ist, glaube ich, alles. Tot. Diese Game-Show-Sounds. Leider rausgeflogen, keine Million für dich. Du musst nach Hause. Hey, Theo, aufwachen. Wieso ist sein Kopf ein Basketball? Aufwachen. Theo, aufwachen. Wieso ist sein Kopf ein fucking Basketball? The fuck? Aufwachen! Oh, Mammut, Mist, was mach ich nur? Mammut, Mist? Aufwachen! Oh, das noch, der Alte kommt. Theo, hey, wach auf, dein Vater ist unterwegs. Was zum Teufel ist denn hier los? Theo! Theo ist hingefallen. Ich hab nicht dich gefragt, ich hab Theo gefragt. Also was ist los? Steh gefälligst auf. Junge, der Vater ist so schrecklich. Das ist so ein schrecklicher Vater, das ist insane. Aua, mein Kopf. Was soll denn das Grünzeug da an deinen Arm? Der Theo nahm Flugstunden, da ward er bös geschunden. Flugstunden? Krieg, was hast du mit meinem Sohn angestellt? Na,
warte, bis ich dich im Dunkeln treffe. Dann bekommst du aber eine ordentliche Tracht Prügel. Au. Krieg, habe ich recht? Dann gibt's Krieg. Aua, aua. Meine Stacheln pieken fein, drum lass das Hauen lieber sein. Theo wurde von seinem Vater nach Hause getragen. Ihm war furchtbar übel und er hatte schlimme Kopfschmerzen. Er hatte sich eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Doch als er nach ein paar Tagen wieder gesund war, erlebte er ein Donnerwetter, das sich gewaschen hatte. Es war im ganzen Tal zu hören. Und was hört Theo am schlimmsten? Wie er einfach nur eingeblendet wird. Einfach nur, um seine Macht zu präsentieren. So, er sagt nicht mal was, er macht nichts. Er wird einfach nur gezeigt. War? Während der ganzen Zeit hatte Kri ihn nicht einmal besucht. Ocelot! Auch ein neuer Song. So, das war das letzte Mal, dass du mit Kri gespielt hast. Wehe, er lässt sich hier noch einmal blicken. Und mit wem soll ich dann spielen? Spiel mit Fah, die ist im selben Alter wie du. Die kann ich aber nicht leiden. Sie weiß immer alles besser. Sie geht ja auch brav zu Euro in den Unterricht. Ab morgen geht ihr zusammen und jetzt ab ins Bett mit dir. Hey, Theo. Alter, ich brauch den Song, ich brauch den in meiner Sex-Playlist. Alles okay? Nein, es ist überhaupt nichts okay. Ich darf mich nicht mehr mit dir treffen und muss morgen mit dieser dummen Exe Fah zu Euro in den Unterricht. Wird schon nicht so schlimm werden. Oh, ist ganz in Ordnung. Wirst sehen. Aber hey, ich will mich auch weiter mit dir treffen. Wir treffen uns einfach heimlich. Das ist sowieso viel spannender. Wer ist, das jetzt der den er hasst? Das sieht, der Kopf ist auch wie von einem Tier. Also von einem Haustier. Wieder so ein Hund vielleicht? Die Erdmännchen von Dingo sehen ein bisschen anders aus. Die können halt wirklich keine Dinosaurier zeichnen. Die haben durch die ganzen Tierfilme, die sie gemacht haben, haben die so viele Tiere gemalt, die können gar keine Dinos malen. Weil sobald sie versuchen, ein Dino zu malen, kommt immer ein Tier raus. Oh je, zwei Schüler. Da ist er! Wabu! Da ist er! Hab ich schon gefragt, wann kommt Wabu? Die sich nicht leiden können. Naja, besteht wenigstens keine Gefahr, dass sie nur miteinander schwätzen und mir nicht zuhören. Was macht denn deine Gehirnerschütterung, Theo? Tja, wieso hat er so ein gruseliges Gesicht? Diese Augen. Was ist das? Junge. Die Dinosaurier sehen alle so schrecklich aus. Ich glaube, das ist der Yi-Dino, ja? War überhaupt nicht so schlimm. Ich merke schon fast nichts mehr. Gut. So, wo waren wir also gestern stehen? Die Klasse besteht aus zwei Schülern. Und bevor er zur Schule gegangen ist, war in der Klasse nur ein einziger Schüler. Ein einziger. Die Kinder müssen ihn halt wirklich hassen. Geblieben? Bei Erdkunde. Erdkunde, ja. Ah, Fah klingt schon wie so ein scheiß Klugscheißer. Genau. Wir haben über die Berge da hinten geredet. Ja, über die Vulkanberge. Richtig. Was ist denn das Besondere an Vulkanen, Theo? Die sind ziemlich hoch und es ist sehr anstrengend, bis nach oben zu laufen. Du bist vielleicht doof. Das Besondere ist, dass sie Feuer und Asche spucken können. Und dann fließen heiße Lavaströme die Abhänge runter. Quatsch. Kein Quatsch. Hast du es vielleicht schon mal gesehen? Nein, aber... Ja, Erdkunde, die Berge da hinten. Ja, da war noch Erdkunde ganz simpel. Da hieß wirklich noch Erdkunde. Da hat man über die Erde geredet. Ja, da hat man einfach nur Erdkunde, was ist Sand? Aus was besteht der Boden? Was ist dieser Stein? Wie geht der Stein kaputt?
Ganz simpel, ne? Nicht, zähle 16 Bundesländer in Deutschland auf, so. Hä? Na also, willst dich ja nur wichtig machen. Ja, Fahr hat recht. Vulkane spucken nicht immer Feuer, nur manchmal. Und das letzte Mal ist schon sehr, sehr lange her. Beunruhigt mich etwas, es könnte ein größerer Ausbruch bevorstehen. Das heißt Grinsen von ihm. Ja, sieh. Weiß man das vorher denn nicht? Doch, mein Onkel Ark hat gesagt, es gibt Zeichen dafür, aber im Moment gibt es keine. Die Zeichen, auf die wir bisher geachtet haben, sind auch recht unzuverlässig. Aber ich will euch etwas zeigen. Ich habe nämlich eine Maschine erfunden, mit der man schon Wochen vorher wissen kann, ob der Vulkan ausbricht. Oh, erfinde tolle Sachen, doch die anderen tun nur lachen. Sand ist natürlich vorkommendes unfertiges Sediment, das sich überwiegend aus Mineralkörnern mit einer Körnergröße von 0,063 bis 2 mm zusammensetzt. Ein Sandkorn ist also im Mittel gröber als Schluf auf einer und feiner als Kies. Sand zählt außerdem zu den nicht bindigen Böden. Danke, Johannes. Okay. Du bist im Weg, Peak. Geh zur Seite. Immer tue ich stören, will aber auch mithören. Immer tue ich stören, Digga. Passt auf. Mit diesem Trichter kann die Maschine Erdbewegungen hören, lange bevor wir das können. Und das Rumpeln, das die Maschine hört, erzeugt Schwingungen. Und wenn die Erde unter uns also rumort, fängt die Maschine an, Kurven zu malen. Ich glaube, der erzählt Scheiße. Ich glaube, der erzählt Scheiße. Ich glaube dem kein Wort. Immer? Nein, natürlich nur, wenn es Bewegungen gibt. Wenn sich nichts bewegt, passiert auch nichts. Oh, es oh nein. Der Erdbeben kommt! Funktioniert! Deine Erfindung funktioniert! Ja, du dummer Junge, ja, sie funktioniert, aber das heißt, dass sie hier sich bewegt und dass irgendwann in nächster Zeit der Vulkan ausbrechen wird. Und Dankeschön, Jackie, für 25 Monate. War das jetzt schon war das schon das Je, was man kennt aus den Memes? Ich weiß ja nicht, ob das Meme jetzt Englisch ist oder Deutsch ist. I don't know. Mit Feuer und allem drum und dran? Geil! Da hast du kein bisschen Verstand in deinem dicken Dino-Schädel. Falls der Vulkan ausbricht, ist das eine Katastrophe. Holt schnell eure Eltern. Wir müssen sofort besprechen, was zu tun ist. Aber es ist auch geil, wie auch das Geräusch von einem Erdbeben. Bewegungen gibt. Wenn sich nichts bewegt, passiert auch nichts. Das Geräusch von dem kommenden Erdbeben. Ganz viel Besteck, was durchgeschüttelt wird. Das Meme ist italienisch. Oh, das I kommt aus dem Italienischen sogar. Crazy. Machst du hier? Ja, geil hat er wirklich. Das heißt, es kommt öfters vor in den Dingo-Filmen, dass das Wort geil benutzt wird. Ist immer keiner weird, aber ja. Ich denke, du bist bei Ohren Unterricht. Schulschwänzen, was? Nein, ich war in der Schule. Aber wir haben was entdeckt. Wir haben entdeckt, dass... Wieso ist denn der Vater so schrecklich, Mann? Ich hasse den Vater. Oh mein Gott, ist der schrecklich. Kann aber seine Fresse halten. Insane ist der nervig. Dass der Vulkan ausbrechen wird. Und jetzt will Oro, dass ihr zu ihm kommt. Ein Vulkanausbruch, das hat uns gerade noch gefehlt, wo ich doch unsere Höhle eben neu renoviert habe. So schlimm wird schon nicht sein. Hören wir erstmal zu, was Oro zu sagen hat. Erinnert mich an meinen Vater. Ist die Luft rein? Gibt's was Besonderes? Alle rennen zu Oro. Ja, ich wollte dir auch noch schnell Bescheid sagen. Oro sagt, der Vulkan bricht aus. Ist furchtbar spannend. Komm mit. Und zum vierten Mal die Szene. Okay.
Wieso ist er so überdetailliert gezeichnet gegenüber den anderen? Der hat auf einmal mega die Schattierungen und Glanzeffekte, Glanzstreifen auf einmal. Es wird immer deutlicher. Es kann nicht. Jo, wer war das denn? Wer war denn da schon wieder? Wer ist denn der da? Was geht mit dem ab? Was ist dieser Kopf? Wer ist der denn? Kann nicht anders sein. Es steht uns ein Ausbruch bevor, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Aber wie willst du einen Vulkanausbruch mit diesem merkwürdigen Gerät da vorhersagen? Überhaupt nicht. Junge. Was ist das? Was ist das? Der ist ja super creepy. Der ist ziemlich cool. Er kann es nicht feststellen. Man kann es feststellen, indem man den Himmel beobachtet, wie wir es von unseren Eltern gelernt haben. Das sieht ein bisschen komisch aus von den Beinen und Armen. Also die Vorderbeine sehen so aus, als würde er auf dem Boden stehen. Mit den vorderen Beinen. Aber die Hinterbeine sehen so aus, als würde er auf den Hinterbeinen stehen und die Vorderbeine würden in der Luft sein. Das sieht irgendwie keine weird aus, oder? Aber wenn er mit dem Vorderbein steht, dann... Ach, keine Ahnung, Mann. Ja, und ihm fehlt generell ein Bein. Das stimmt. Du bist noch genauso dumm wie früher. Hast du nichts dazugelernt? Der sieht so seelenlos aus. Der sieht so seelenlos aus irgendwie. Sieht ein bisschen aus wie so, keine Ahnung, irgendwie so ein Cyborg oder so. Nicht Cyborg, sondern so ein Android oder so. In so einem Freizeitpark. Irgendwie so ein Dinosaurier, der dann so ein Animatronic ist oder so. Keine Ahnung, Mann. Sieht so seelenlos aus. Die Wissenschaft macht Forsch. Und dieser dumme weiße Dino da, wie ich ihn hasse, seine scheiß Affenfresse. Junge, was ist das? Sein Mund sieht einfach aus wie Arschbacken. Guckt euch diese Arschbacken an. Dieser Mund. Es ist der Homer Dino. Er ist wirklich Homer Simpson. Stimmt. Er ist wirklich einfach Homer Simpson. Ja. Bitte, irgendwann werden wir sogar alle fliegen. Und der Zorro, Dankeschön für den Prime Sub. Fliegen? Alle? Nein, bitte nicht. Ist das wahr? Wann können wir alle fliegen? Na, da hört ihr's. Fliegen können. Jetzt wisst ihr auch, was ihr von Horus neuer Maschine zu halten habt. Wir gehen. Wartet noch, ich zeig's euch. Das ist ein Trick. Ich verplempere meine Zeit doch nicht mit sowas. Glaubt mir, es ist kein Trick. In den nächsten Wochen, vielleicht schon Tagen, wird der Vulkan ausbrechen. Wir müssen von hier weggehen. Der Ausbruch wird alles zerstören. Einfach mal ein kurzes... In Wochen, vielleicht schon Tagen, wird der Vulkan ausbrechen. Wir müssen von hier weggehen. Einfach zwischendurch. Das war's. Das ist das Einzige, was er dazu zu sagen hat. Fertig. Ausbruch wird alles zerstören. Oh weh, wir müssen fort in einen anderen Ort. Kann ich meine Steinschleuder mitnehmen? Was war das denn? Okay, Steinschleuder? Okay. Noch wird überhaupt nichts mitgenommen. Noch müssen wir uns das Ganze durch den Kopf gehen lassen. Ich schlage vor, wir schlafen darüber und reden morgen weiter. Aber wenn Oro nun doch recht hat. Der steht vor dir! Du musst ihn nicht rufen! Wie startet jetzt eine Reise
wie er zu seinem Vater rübergeht. Die standen doch gerade alle zusammen im Kreis. Ich verstehe es nicht. Sie glauben mir nicht. Dabei sieht es doch jeder. Oder war das so ein Respekt, Theo? Er hat das einfach nur geschrien, damit er die Fresse hält. Das Kind, es ist doch ganz deutlich. Ich würde auch lieber hier bleiben. Kannst du nicht irgendwas an deiner Maschine drehen? Ich meine, ist ja gut. Hätte ja sein können. Nun, friss mich doch nicht gleich. Glaub mir, Kree. Wenn wir hier bleiben, werden nur wenige von uns überleben. Dieser kleine scheiß Mini-Dinosaurier, auch die ganze Zeit wieder auf diesem Pedal steht. Dieser kleine Kack-Mini-Dinosaurier. Wer ist der überhaupt? Junge, wie klein der ist. Einfach so ein Mini-Dinosaurier, Mann. Die Dinos überlegten hin und her. Sollten sie jetzt glauben, was ihnen Uru erzählt hat? Marius Chinesis ist legendär. Ich liebe Marius Chinesis. Immer wenn ich daran denken muss, wie Mario mit Arm in Arm mit seinen Chinesen steht, fühle ich mich gut. Dann geht's mir gut, ich freue mich. Und sich ein neues Land suchen oder sollten sie... The Watcher. Sie konnten sich einfach nicht entscheiden. Und weil es viel bequemer war, alles so zu lassen, wie es war, vergaßen sie einfach Urus Warnungen. Auch Tios Vater. Nicht vergessen hatte er aber die Flugübungen von Kree und Theo. Noch immer durften sich die beiden nicht treffen. Weil der Vater ein fucking Vollidiot ist. Ah, Schwimmflügel. Wo willst du denn hin? Wir wollen einen Ausflug zum Kratersee machen. Mit den Krokodilen spielen. Wer ist wir? Das ist einfach Otto. Otto, Bulletproof. Samus Wild. Ich gehe kurz zum Krater mit den Krokodilen spielen. Wir, also wir, das ist Peak und ich. Na schön, aber lass dich vom Peak nicht anstecken. Ich will nicht, dass du heute Abend in Reimen redest. Nein, nein, nein. Reimen, das ist gar nicht fein. Also so ein Bengel. Auf einmal ein Pferd geworden. Hey, Kree. Na prima. Du hast dich also doch davon geschlichen. Hat dich jemand gesehen? Mama hat mich erwischt. Ich habe gesagt, ich gehe mit Peak schwimmen. Hoffentlich ist Peak so faul wie immer und macht keinen Spaziergang zu euch nach Hause. Naja, wird schon gut gehen. Wenn nicht, sag ich einfach, Peak hätte unsere Verabredung vergessen. Das glaubt jeder. Bestimmt, er ist ja ein bisschen trottelig, unser guter Peak. Komm jetzt, es ist noch ganz schön weit. Und sie gehen wieder von links nach rechts. Wir kriegen Besuch, Kree kommt. Und wo Kree ist, ist Theo auch nicht weit. Wollen wir sie erschrecken? Klar, wollen wir sie erschrecken. Erschrecken. Sie gehen gerade in Jagdstellung, Alter. Die Beute wird gewittert. Gleich kommt der Propeller. Wo sind sie denn alle? Hey, ist keiner da? Soll ich jetzt Huch machen? Ihr könnt mich nicht erschrecken. Und essen schon gar nicht. Ihr würdet euch an meiner harten Haut ganz schön die Zähne ausbeißen. Puh, Spielverderber. Du hättest wenigstens zu tun können. Weißt du, ein Tag in der Schule gewesen, schon am Klugscheißen. Zu erschrecken. Das nächste Mal. Was ist Kree? Kree ist nicht erwachsen. Der ist schon einfach nur, ich glaube, das ist so, er ist vielleicht so, keine Ahnung, 8 oder so und Kree ist so schon so ein Teenager, so ein rebellischer Teenager, so 14 Jahre oder so. Und deshalb darf er halt mit dem nichts machen, weil er so ein rebellischer Teenager ist. Aber er ist nicht, Kree ist 54, okay, ich habe nichts gesagt. Wollen wir ins Wasser? Wasser, ich spiele lieber von oben mit. Was war denn das? Was? Ich sehe nichts. Der Boden bewegt sich. Ich merke... Aber nur kurz für eine Sekunde. Nee, fertig. Vorbei. Hey, Zwiebel, was geht ab? Xbox Direct, wann kommt die? Sag nix. Du kannst ja auch nicht merken, dass der Boden wackelt, wenn du in der Luft bist. Setz dich hin. Okay. Ich merke immer noch nix. Hör auf, hören, was soll das? Na,
Die Erde bebt und der Vulkan bricht aus. Wir werden alle sterben. Mein Gott. Hast du jetzt was gemerkt? Ich glaube, das ist kein Spaß. Du lieber Mammutmist, guck doch. Da ist ein Fenster eingeschlagen. Ach, scheiße. Noch ein Fenster. Wer soll das bezahlen? Da vorne muss eine Höhle sein. Geh mal geradeaus. Aua, ist das heiß. Schnell raus hier. Die Welt geht unter, es regnet Feuer, das Wasser kocht und wir werden sterben. Hat Oro also doch recht gehabt? Dann konnte ja keiner wissen. Hätte ja auch nicht recht haben können und dann wären wir ganz umsonst abgehauen. Aber die anderen sind doch genau unter dem Vulkan. Die verbrennen doch alle. Ja, sieht so aus, als hätten wir noch mal Glück gehabt. Aber meine Eltern und Oro und Peak und... Wird schon nicht so schlimm sein. Vielleicht haben sie Oro doch noch geglaubt und sind auch abgehauen. Glaub ich nicht. Das Littlefoot, ja. Ich eigentlich auch nicht. Halt! Bist du verrückt? Bleib hier! Du kannst nicht raus. Guck doch nur, überall flüssiges Feuer. Da kommst du nicht durch. Aber was sollen wir denn jetzt machen? Nichts. Abwarten. Das sagst du so einfach. Ich find's schrecklich heiß hier drin. Wenn wir noch länger hier bleiben müssen, werde ich zum Feuersalamander. Ach so. Evolution-Chat. Das Krokodil wurde natürlich nicht zum Feuersalamander, obwohl die Freunde viele Tage in der Höhle bleiben mussten. Sie hatten furchtbaren Durst und Hunger. Immer wieder steckte einer von ihnen den Kopf nach draußen und immer wieder zog er ihn schnell zurück. Die Luft war so stickig, dass man kaum atmen konnte und es regnete immer noch Asche. Endlich, nach fast einer ganzen Woche, wurde die Luft klarer. Oh, jetzt ist alles tot. Ach, du liebe Zeit! Alles ist tot. Wie sieht's denn hier aus? Warum räumt denn hier keiner auf? Wie? Wo bleibst du denn? Wieso sind da Fackeln? Es ist, glaube ich, einfach Postapokalypse. Dass nachdem die Menschen gestorben sind, kamen die Dinosaurier wieder zurück. Das sind einfach Fackeln. Jetzt kommen einfach Menschen. Was ist? Können wir wieder raus? Gibt's was zu fressen da draußen? Ist der Boden nicht mehr zu heiß? Langsam, langsam. Immer der Reihe nach. Also erstens, der Boden ist nur noch ein... Ja, das ist wahrscheinlich eine Höhle aus einem anderen Film, den wir noch nicht gesehen haben. In irgendeinem anderen Film kommt bestimmt eine Höhle mit Fackeln vor, die zu dem Setting passt. Und dann haben sie hier sie wieder reused. Bisschen heiß und man kann auch wieder einigermaßen atmen. Nur das ist auch so ziemlich alles. Da ist ja nichts mehr wie früher. Guck doch mal, alles ist kaputt. Einfach Elden Ring, Caled. Scheiße. Die Yeast-Szene kam noch nicht, ne? Wo sind denn die Bäume und die Fahne? Hier gibt's ja überhaupt nichts mehr zu fressen. Hör doch auf zu heulen. Was soll ich denn machen? Hey, wie traurig der Film ist. What the fuck? Wir sind bestimmt alle tot. Krieg, wir sind ganz alleine auf der Welt. Naja, irgendwie. Ich weiß ja auch nicht. Ich meine, es hätte schlimmer werden können. Du hättest auch mit Far jetzt zusammen sein können. Du bist aber zum Glück mit Krieg. Sieht wirklich schlimm aus. Da drüben habe ich immer geschlafen. Ja, und auf dem Baum dort bin ich geboren worden. Oh, wenn wir nur auf Oro gehört hätten. Wenn, immer wenn. Wir haben aber nicht und wenn, oder hätten wir es auch nicht verhindern können. Verhindern nicht.
aber wir hätten uns rechtzeitig ein neues... Hab ich doch gesagt! So einer ist das. So einer ist das. ...zu Hause suchen können. Oro, du lebst? Wo sind die anderen? Also, ich weiß auch nicht, aber wenn ich mir das hier so anschaue... Oh je. Meinst du, meine Eltern sind tot? Je. Wer kann das schon sagen? Ich hoffe, sie konnten rechtzeitig fliehen. Und du? Warum bist du noch hier? Ja, als meine Maschine immer wilder ausschlug, bin ich weggegangen und hab mich in einer Höhle versteckt. Bis jetzt. Dann bist du also einfach abgehauen und hast die anderen im Stich gelassen. Hab ich nicht. Noch ein paar Stunden vor dem Ausbruch hab ich sie gewarnt, aber sie haben nur gestritten, ob sie mir jetzt glauben sollen oder nicht. Also bin ich alleine weggegangen. Nee. Dann müssen sie suchen. Vielleicht leben sie ja noch. Theo hat recht. Hier können wir sowieso nicht bleiben. Da können wir auch gleich suchen. Ist ja ein Aufwasch. Wir würden ja gerne suchen helfen, aber wir müssen dringend ins Wasser. Aber das Wasser ist heiß. Es wäre doch recht hilfreich, wenn wir wüssten, in welche Richtung... Oder das Wasser ist bestimmt jetzt komplett weg und da sind jetzt nur noch Netherblöcke, oder? ...wir gehen sollen. Kann deine Maschine uns nicht helfen? Nein, ich fürchte, wir müssen ganz unwissenschaftlich vorgehen. Ich nehme 4 Stöckchen. Das kürzeste ist Süden, das zweitkürzeste Osten, dann Norden und das längste ist Westen. Wer will ziehen? Ich? Ich habe jetzt schon alles vergessen. Ich habe jetzt schon alles vergessen. In welche Richtung geht's? Ich will ziehen. Dann zieh. Es ist das längste. Westen. Westen. Theo, Gri und Oro brachen auf. Es war, wie Oro befürchtet hatte. Nicht alle Dinos hatten es rechtzeitig geschafft zu fliehen und waren umgekommen. Nee, die leben bestimmt alle. Ich meine, ich kann mich an den ersten Film von In einem Land vor unserer Zeit nicht erinnern, aber da war ja auch, glaube ich, irgendwie der Vulkan ist ausgebrochen. Die mussten dann irgendwie abhauen oder so und die dachten auch, die sind nur noch irgendwie alleine oder so. Und dann sind sie in dieser Oase angekommen, oder? Und dann haben irgendwie dort alle gelebt. Aber die Eltern von Theo waren glücklicherweise... Ich dachte, das ist alles Ödland, alles ist kaputt. Da ist auf einmal eine Palme. Sie sind nicht dabei. Aber eine Spur fanden sie nicht. Und auch nichts zu fressen. Sie wurden immer hungrig. Wie er immer nur hinterherfliegt und nichts sagt. Schwächer und schwächer. Fast schon wollten sie aufgeben, als Kri aufgeregt angeflogen kam. Theo, Oro, schnell, da vorne gibt's was zu fressen. Gras, nicht viel und... Ja, vielleicht ist Littlefoots Mom gestorben oder so, aber die sind doch am Ende auf jeden Fall bei dieser Oase angekommen, die nicht kaputt war. Und nichts... Und da haben dann einige noch gelebt. Sehr grün, aber immerhin Gras. Er hat Gras gefunden. Okay, wieso ist auf einmal ein Gorilla? Wer hat euch... Das ist ein ganzer Gorilla-Stamm! Wo kommen die denn jetzt her? Zeitreisende Gorillas einfach. Oder die waren so lange in der Höhle, dass die Evolution weitergegangen ist und wir bei den Affen mittlerweile angekommen sind, bei den Gorillas angekommen sind. Und jetzt kamen die aus der Höhle raus und denken sich, fuck, wo waren wir die letzten 50 Millionen Jahre? Erlaubt unser Gras zu fressen, gebt es sofort wieder her. Wie hättest du denn das Gras gerne wieder? Ist bestimmt nicht sehr appetitlich, wenn ich es dir zurückgebe. Das, die Höhle war wahrscheinlich so wie bei Dragon Ball, dieser Raum von Zeit und Raum, oder wie der heißt. Wo dann da drin die Zeit super langsam vergeht, aber draußen halt ganz normal vergeht. Genau so ist das. Geist und Zeit, ja. Der Raum von Geist und Zeit.
Wir wollten euch nichts wegnehmen. Wir haben nur solchen Hunger. Wir haben seit Wochen nichts mehr gegessen. Seit Wochen? Nur noch ein bisschen. Wir ziehen auch sofort weiter. So viel haben sie ja gar nicht gefressen. Der Kleine tut mir leid. Er hat bestimmt keine Eltern mehr. Na schön. Aber wehe, ich erwische euch ein zweites Mal. Junge, diese Synchronsprecherin, die auch in jedem Film vorkommt. Das klingt jedes Mal wie so ein fucking... Wie so ein richtiger Uwe-Mann, der in der Ecke sitzt und komplett besoffen ist. Und dann hier, Mikrofon, sprich mal diesen Satz rein. Du bist ja ein niedliches Äffchen. Wie heißt du denn? Raya. Wo kommt ihr drei denn her? Wir haben direkt unterm Vulkan gewohnt. Und als er ausbrach, wurden wir von den anderen Dinos getrennt. Jetzt suchen wir Tios Eltern. Ihr habt nicht zufällig Dinos vorbeikommen sehen? Nein, ihr seid die ersten Dinos seit dem Ausbruch, die wir zu Gesicht bekommen. Vielleicht hat Kree das falsche Stöckchen gezogen und wir müssen in die andere Richtung. Vielleicht, aber wir können doch jetzt nicht umkehren. Wir müssen doch erst wieder zu Kräften kommen. Was meinst du, Dragan? Sie können sich doch hier bei... Hä, der heißt sogar Dragan? Hieß der nicht bei Herkules genauso? Hä? Der hieß doch... bei Herkules, bei Tarzan. Der hieß doch bei Tarzan genauso, oder? Das sind Tarzans Eltern. Dragan und die Affenmam. Das sind wirklich Zeitreisende. The fuck? Bei uns erholen. Es wird schon für uns alle reichen. Ja, komm zu uns in den Dschungel. Wir kennen auch jemanden, mit dem könntest du dich anfreunden. Tarzan. Nun heul mal nicht, mein Kleiner. Ja, halt die Fresse, Mann. Das ist halt deine Kindereltern gestorben. Chill doch mal, oh mein Gott. Und der kleine Affe hieß auch schon dort Raya, der Freund von Tarzan. Der hieß auch dort Raya. Ihr könnt bei uns bleiben. Wenn es euch besser geht, dann sucht ihr weiter. Das wäre wirklich das Beste für uns. Außerdem könnte ich dann an meiner Erfindung weiterarbeiten. Was ist das für eine Erfindung? Oro hat einen Apparat erfunden, mit dem er Vulkanausbrüche vorhersagen kann. Und warum hast du dann diesen schlimmen Ausbruch nicht vorhergesagt? Hab ich schon. Es hat mir nur keiner geglaubt. Erklär es mir genauer. Wenn es mich überzeugt, baust du mir auch so eine Maschine. Dann könnt ihr hier bleiben, solange ihr wollt. Kommt, meine Kleine. Jetzt wird's furchtbar langweilig. Wir beginnen spielen. Wir sind schon bei 30 Minuten. Wann kommt denn der scheiß Song? Die haben einen neuen Freund. Die drei Freunde fühlten sich bei den Affen von Tag zu Tag wohler. Oro und Dragan arbeiteten fast den ganzen Tag an der Maschine. Und Kala bemutterte Tio, wo sie nur konnte. Nur abends, vor dem Einschlafen, wurde Tio immer noch sehr traurig. Und er dachte an seine Eltern. Da konnte ihn selbst Kala nicht holen. Sogar der Watcher weint. Eines Tages aber kam Kree ganz aufgeregt von einem Ausflug mit Raya zurück. Tio! Oh, Tio! Alle herkommen! Was ist denn, Kree? Du bist ja ganz außer dir. Raya hat erzählt, Raya, erzähl du. Ich hab Kree nur erzählt, dass ich, als wir beim großen Vulkanausbruch in die Höhlen gerannt sind, fast von einem riesigen Fuß zertreten worden wäre. Von einem riesigen Fuß? Wie riesig? Weiß ich auch nicht genau, aber der Fuß war bestimmt größer als ich. Ein Dino. Das war bestimmt ein Dino. Weißt du denn noch, in welche Richtung der Fuß gerannt ist? Nein, habe ich vergessen. Ist doch ganz einfach. Wenn der Fuß Raya fast zertreten hätte, rannte er bestimmt in dieselbe Richtung wie wir. Und Junge, was ein Riding. Wir rannten nach Westen. Wir haben eine Spur. Kree, Oro, meine Eltern sind am Leben. Was für Spur? Als ob es 5 Dinosaurier auf diesem Planeten geben würde. Langsam, mein Kleiner. Wir wissen nur, dass ein Dino lebt, aber du hast recht. Es ist Zeit, weiterzuziehen. Okay, fertig. Tio? Wir waren so 10 Sekunden bei den Gorillas. Fertig, weiter geht's. Oro und Kree verabschiedeten sich von den Affen.
Roro schenkte den Gorillas eine genaue Kopie seiner Maschine. Die Affen versprachen ihm, die Maschine jeden Tag anzuschalten und sich sofort in Sicherheit zu bringen, sollte... Aber haben die auch so einen kleinen Pedalendinosaurier? So einen kleinen Mini-Pedalendinosaurier, der das Ding die ganze Zeit aktiviert? Ich hoffe doch. Oder meint sie, die haben einen kleinen Mini-Gorilla? Einen Pedalengorilla? Einen kleinen Mini-Pedalengorilla? Der Apparat anfangen, Linien zu zeichnen. Die Reihe ist zu groß. Nur noch ein großes Paket mit Fressen zurecht. Leute, der Watcher gibt uns ein Zeichen. Oh shit. Zeichen. Nachdem Carla ihnen noch ein großes Paket mit Fressen zurecht gemacht hatte, zogen die Freunde weiter. Auf einmal ist er riesig geworden. Auf einmal ist er ein Riese geworden, gewachsen. Und Slayer Dad, Dankeschön für 3 Monate. Support. Dankeschön. Da sind Spuren. Junge, diese Hand. Wie so ein kleiner Pimmel, Alter. Guck mal, Kri. Spuren. Wo? Genau vor dir. Du hast recht. Theo hat recht. Das sind ohne Zweifel Dino-Spuren. Oha. Oh, wir haben sie gefunden. Der ist auch irgendwie random. Jedes Mal größer, mal wieder kleiner. Dieser Lehrer, der ist super weird, oder? Mal ist er kleiner, mal ist er größer. Jetzt ist er wieder super klein. Wir haben meine Eltern gefunden. Ach, die Spuren sind ganz frisch. Aber warum sind sie denn nicht weitergezogen? Hier Fakt ist, er ist seelenlos. Ist doch egal. Hauptsache, sie sind am Leben. Nein, nein. Irgendetwas gefällt mir hier nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Ich sehe sie! Davon! Davon sind sie! Oha! Das Alien hat überlebt! Was haben sie denn? Es sieht beinahe so aus, als wollten sie uns angreifen. Ich wusste doch, dass irgendwas nicht stimmt. Sie haben den Vulkanausbruch ausgelöst, Leute. Oh, shit. Mann, dieses Alien von der Seite jetzt auch noch. Junge. King, schau, was da los ist. Was ist das denn? King, schau, was da los ist. King, schau, was da los ist. Die können dir nichts tun. Immer ich. Und wenn sie verrückt geworden sind? Vielleicht sind das auch andere Dinos, ja. Vielleicht kennt ihr die gar nicht. Zu viel heiße Asche abgekriegt oder sowas? Bitte, Kri. Na schön. Aber ich will ein dickes Dankeschön, wenn ich zurückkomme. Falls ich jemals zurückkomme. Dachte ich mir doch gleich, dass du das bist, Ark. Kennst du mich denn nicht? Nee, das ist der gleiche. Ich bin's, Kri. Wir wollen euch hier nicht haben. Haut ab. Welche Spinne hat dich denn gebissen? Ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Begrüßt man so totgeglaubte Freunde? 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 Ihr kommt hier einfach her und wollt mitfassen. Es gibt kaum genug für uns und für euch gibt's schon mal gar nichts. Dieses verdorrte, langweilige Zeugs hier, das wollen wir sowieso nicht fressen. Von wegen verdorrtes Zeug, wir haben... Kann der Wind bitte ein bisschen leiser sein? Bitte, ein bisschen. ...uns an Besseres gewöhnt. Da! Ach du liebe Zeit, ihr seid doch nicht etwa Fleisch... Einfach so Dinosaurierknochen aus einem Schulbuch rausgenommen. Perfekt. Ich glaube, die haben die Eltern gefressen. Ach du liebe Zeit, ihr seid doch nicht etwa Fleischfresser geworden? Schämt euch. Fah und Pik leben noch. Mein Herz erschwillt vor Freude, dass ich dich kann sehen heute. Na, oh, was ein Glück. Du hast dich wenigstens nicht geändert.
Du, sind die Eltern von Theo auch hier? Wo stecken sie denn? Vor langer Zeit gab's einen Streit, der brachte uns ein großes Leid. Ja, das sehe ich, aber... Oh nein, es ging bestimmt darum, ja, fressen wir uns jetzt gegenseitig oder nicht? Und die einen haben sich entschieden, nein, wir bleiben noch weiterhin menschlich. Und die anderen haben gesagt, nein. Und dann haben sich zerstritten. Und dann wurden aus den Gruppen zwei Gruppen. Die Fleischfresser und die Pflanzenfresser. Und somit gab es dann überhaupt in der Evolution Fleischfresser. Wenn es diesen Streit damals nicht gegeben hätte, dann würdet ihr jetzt alle Blätter fressen. Was ist jetzt mit den Eltern von Theo? Leben sie noch? Glaube ich nicht. Sie weigerten sich, Fleisch zu fressen. Sind weitergezogen. Glauben doch tatsächlich, dass es noch irgendwo genügend Pflanzen zu fressen gibt. Aber vielleicht stimmt es ja. Vielleicht gibt es ja weiter im Westen wirklich mehr zu fressen. Halt die Klappe. Der Vulkan hat alles kaputt gemacht. Es sieht überall so aus wie hier. Mir reicht's. Hier ist man ja seines Lebens nicht sicher. Wenn ich noch länger hier bleibe, dann ende ich noch als Abendessen. Krie, Krie. Und? Was haben Sie gesagt? Haben eindeutig zu viel Asche abgekriegt. Die ticken ja nicht mehr richtig. Die haben deine Eltern gefressen. Theos Eltern auch dabei? Nein, nein, zum Glück. Ark und seine Kumpel sind nämlich Fleischfresser geworden. Was? Fleischfresser. Und meine Eltern? Das weiß ich auch nicht so genau. Ich hab's nicht richtig verstanden. Piek reimte was von Streit und Leid und oder so ähnlich. Piek. Piek ist auch bei denen. Ist der auch Fleischfresser geworden? Nee, das glaube ich nicht, nein. Er schien ganz normal zu sein, also, soweit man das von Piek überhaupt sagen kann. Und was machen wir jetzt? Ich werde wohl selbst zu Ark gehen müssen. Irgendwie werde ich schon herauskriegen, wo deine Eltern hingezogen sind. Aber pass ja auf, lass dich nicht fressen. Wir brauchen dich noch. Der ist tot. Der ist tot. Der grüne Dino ist ein Flugsaurier. Mittagessen! Dass du brüllen kannst, das weiß ich ja. Also, wo sind die anderen Dinos? Wenn du es unbedingt wissen willst, sie sind weiter nach Westen gezogen. Aber sie sind inzwischen bestimmt verhungert. Sie sind nicht verhungert. Weiter im Westen werden sie was zu fressen finden, und zwar Pflanzen. Aber euch wird die Fleischfresserei noch umbringen. Von wegen. Wir werden immer stärker. Aber du... Stärker sogar. Schrecklicher Besserwisser. Geh doch nach Westen. Wir bleiben hier. Onkel Ark, vielleicht... Sei still. Heißt er Ark oder Dark? Bin mir nicht sicher. Aber Junge, der Film ist gleich schon zu Ende. Es kam immer noch nicht der Song. Davon verstehst du nichts. Na schön, ihr seid selbst schuld. Was ist mit dir, Piek? Ich habe es Vater schon gesagt, wir kommen zu euch heute Nacht. Okay, wir warten auf euch. Auf einmal, als ob der andere das nicht gehört hat. Alle reden normal und er auf einmal, okay, wir warten auf euch. Auf einmal flüstert er. Was habt ihr da zu flüstern? Was seht ihr aus? Verschwinde endlich. Oro erzählte Theo. Oder es gibt noch einen zweiten Teil und das Song kommt im zweiten Teil. Und Kree, was er von Ark erfahren hatte. Als es dunkel wurde, schlichen Piek und Fahr zu den Freunden. Sie beschlossen nicht zu schlafen, sondern die ganze Nacht über zu laufen. Sie wollten schon weit weg sein, wenn Ark aufwachen würde. Als es hell wurde, sahen sie, dass die Gegend voll... Weil ich muss sagen, irgendwie habe ich in meinem Kopf das Meme von einem grünen Dinosaurier und nicht von einem grauen.
von Schritt zu Schritt freundlicher wurde. Trotzdem konnte Tio es nicht lassen, Fa zu ärgern. Wundert mich, dass du nicht bei den Fleischfressern geblieben bist. Du hast doch sonst immer getan, was dein Onkel gesagt hat. Und du, was dein Vater gesagt hat. Und er hat auch nicht auf Oro gehört. Er hat genauso wenig an Oros Maschine geglaubt wie wir alle. Aber ich war nicht ganz so dagegen wie du. Hört auf, ihr beiden. Also der sah so aus wie der hier, aber in grün. Ich weiß nicht, ob es einen zweiten Teil gibt. Ich habe es nicht nachgeschaut. Keiner von euch hat mir geglaubt. Ein bisschen mehr oder weniger. Das macht keinen Unterschied. Hey, schneller! Da ist ein Wald auf einmal. Oh, gibt's richtig frisches Wasser. Und nicht nur Wasser, das ist ein ganzer Wald oder so. Oh, glasklar. Und herrlich grüne Pflanzen. Okay, auf einmal sind da Rentiere. Oh, das sind Gazellen. Oh. Geräusch. So ist recht, haut nur ab. Jetzt kommen wir. Ganz wie früher, meinst du nicht, Theo? Vielleicht gibt's hier sogar Krokos. Das, was Krieger für uns fand, ist wohl das Schlafenland. Da hast du recht, Peak. Hier sieht's wunderschön aus, fast wie zu Hause. Wenn meine Eltern auch hierher kamen, warum sind sie denn nicht geblieben? Ich wundere mich auch. Guck mal, Theo, sieht fast aus wie ein Kroko. Sag mal, ich bin auf der Suche nach meinen Eltern. Ich dachte eigentlich, ich würde sie hier irgendwo finden. Große Dinos? Viel größer als du? Ja. Neulich waren große Dinos hier. Aber dann hat ihnen mein Vetter erzählt, dass es um die Ecke noch viel mehr zu fressen gibt. Und da sind sie fort. Das müssen meine Eltern gewesen sein. Die Gierigen. Oro, Krieg, wir haben sie gefunden. Juhu, juhu, sie waren hier. Das freut uns aber alles hier. Sehr. Was? Da war wieder ein Fadenkreuz beim Grün. Ja, der jagt jemand. Ist ja schon gut. Vergiss es. Hä? Das ist ein neues Baby. Das ist ein neues Baby. Wer bist denn du? Ich bin Theo der Zweite. Die haben ihn einfach Theo der Zweite genannt. Die haben ihn einfach ersetzt. Die haben ihn einfach ersetzt. Oh no. Er ist mega am Heulen die ganze Nacht. Nein, meine Eltern. Seine Eltern so, ja okay, er ist weg, lass einen neuen machen. Theo der Zweite einfach. Wer bist du? Theo der Zweite, hörst du schlecht? Warum der Zweite? Ich hatte mal einen Bruder, aber der ist tot. Das musst du sein. Der Kleine da ist bestimmt dein Bruder. Ja, ganz bestimmt. Er ist dir wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist gar nicht wahr. Ich bin aus dem Ei geschlüpft und nicht da aus dem Gesicht geschnitten. Natürlich nicht. Krie meint nur, dass ihr euch ähnlich seht. Na komm, zeig mir, wo deine Eltern sind. Was hast du denn, Theo? Freust du dich denn gar nicht, dass wir deine Eltern gefunden haben? Schon, aber vielleicht wollen sie mich ja gar nicht mehr. Oder warum haben sie noch einen kleinen Dino gemacht, der so aussieht wie ich? Haben die Eltern ein neues Kind, werfen sie weg das alte Geschwind. Okay. Wird mir stinken. Pick, wie kann man nur solchen Unsinn reden? Die meisten von uns haben Brüder und Schwestern und die Eltern haben alle gleich lieb. Komm, Theo! Nun seid doch auch mal wieder fröhlich. Wir haben doch ein so schönes neues Zuhause gefunden. Wir hätten zurückgehen sollen. Wir hätten länger nach Theo suchen müssen. Wer weiß, vielleicht lebt er ja noch. Er und Kri waren doch weit genug weg vom Vulkan. Das war die Yi-Stelle? Das war sie? Ein neues Kind? Werfen sie weg, das alte Geschwind. Peak! Wie kann man nur... Ah, er sagt Peak. Und im Italienischen sagt er Yi. Peak. Neues Kind? Aber ja, stimmt. Das ist ja vorher diese Dino, die so redet hier. Aber wo ist der Song?
Werfen Sie weg das alte Geschwind. Pik, wie kann man nur solchen Unsinn reden? Die meisten von uns haben Brüder und Schwestern und die Eltern haben alle gleich lieb. Komm, Theo. Das ist ein Edit. Nun seid doch auch mal wieder fröhlich. Wir haben doch ein so schönes neues Zuhause gefunden. Warte, wir gucken zu Ende und dann den Smin. Obwohl, wenn wir schon hier gerade sind. Haben alle Unsinn reden. Die meisten. Das war das. Das ist aber gespiegelt und viel grünlicher als bei uns, unsere Version. Alte Geschwind. Pik, wie kann man nur solchen Unsinn reden? Die meisten von uns haben Brüder und Schwestern und die Eltern. Mann, ich hab gedacht, dass der Song kommt. Ich war mega hyped auf den Song. Wir haben alle gleich lieb. Komm, Theo. Nun seid doch auch mal wieder fröhlich. Wir haben doch ein so schönes neues Zuhause. Keine Ahnung. Wir hätten zurückgehen sollen. Wir hätten länger nach Theo suchen müssen. Wer weiß, vielleicht lebt er ja noch. Er und Kree waren doch weit genug weg vom Vulkan. Er ist einfach zum Pedalendino geworden. Mama! Mama! Kurz die Line vor einem Ventilator eingesprochen. Da ist der Song! Das war vielleicht ein Fest, als die Eltern Theo nach so langer Zeit wieder in die Arme schlossen. Mutha war ein bisschen traurig. Theo hatte ja seine Eltern wiedergefunden, aber sie war ganz alleine. Da nahm Theos Mutter auch Fa in den Arm und versprach ihr, von nun an für sie zu sorgen. Und auch Theo der Zweite freute sich. Er hatte einen neuen Freund gefunden. Theo der Zweite. Zeigst du mir, wie man fliegt? Unterstetig kriegen. Später, wenn's dunkel ist. Dort drüben beim Felsen. Aber pssst, keinem Fall. Die nächste Gehirnerschütterung. Der Krieg, der ändert sich auch nie. Einfach adoptiert. Die ganze Familie ist glücklich. Voll das schöne Ende. Nur 2000 kam das raus. Und Pompet Ben, Dankeschön für 4 Monate. Junge. Aber war einer von den besseren Dingo-Filmen, oder? Der war schon an sich ganz cool. So ein toller Film, ja.